Hallo und herzlich willkommen hier bei Nachtaktiv Gaming. Mein Name ist Kalle und wir spielen Assassin's Creed Syndicate. Wir sind immer noch in der Story und zwar immer noch in Sequenz 6. Jetzt machen wir hier mal weiter. Eine Frage der Identität von einem kleinen Jungen kriegt die Aufgabe. Mal gucken, was wir machen müssen. Jacob will Mr. Detch aufspüren, um Plutus zu entlarven. Whatever. Ich habe die Story eh schon wieder vergessen. Nein, so ist es nicht. Aber ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Und ja, viel Spaß dabei. Ich begleite euch auf der Suche nach dem Obertempler. Busfeder wütet weiter. Ich nehme eine. Bitte schön, Sir. Ich sage, wir hören auf mit diesem Wohlfahrtsnonsens für Fremdlinge und konzentrieren uns auf das, was London wirklich braucht. Eine stabile Führung, deren harte Arbeit alle zum Erfolg führen wird. Wie es den Größen der Wirtschaft ergeht, ergeht es der ganzen Welt. Cool. Hey! Arschloch! Du fauler Hund! Such dir Arbeit! Darf ich den abstechen? Also nicht den, sondern den, der das umgestoßen hat. Die besten Wachen, die man für Geld bekommen kann, werden Mr. Dredger auch nicht helfen. Okay. Keinen Polizisten töten, ne? Ob ich das schaffen werde. Okay, nimm mal die viermal mit. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich will jetzt hier aber auch keine Schlägerei starten, grundsätzlich. Ich gehe einfach mal mit meinen Homies hier rein. Ich denke, das kommt immer gut. Kämpfen. Nee, will ich aber nicht. Da haben wir ihn. Gefangen nehmen. Okay. Naja. Ich weiß nicht, ob er mich so entdecken darf. Wir suchen, warten mal, eine, echt jetzt da eine gute Möglichkeit ab, die wir abpassen können. Oh, er wird aber stark besucht, ey. Oder bewacht. Es gibt bestimmt gleich eine Möglichkeit. Ich könnte natürlich eine Ablenkung starten. Aber jetzt steht der Penner da. Jetzt ist meine Chance da. Okay, ich weiß zwar nicht, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt langsam aus dem Gebiet entkommen. Ja, geht weg. Da komme ich in Way Out, das sieht doch gut aus. Oh, das hat wunderbar geklappt. Eine Wache scheint mich erkannt zu haben. Die Stimme kenne ich doch. Fry, sind Sie das? So. Fry. Ganz entspannt. Ganz chillig. Ach, mach den zwei Schritt machen wir jetzt hier noch. So. Elender Schwachkopf. Okay. Das war jetzt relativ entspannt. Jacob, ich bin Sergeant Frederick Eberlein. Freddy. Sergeant, verdeckte Ermittlung. Es wird einen Überfall auf die Bank von England geben, dessen bin ich sicher. Überfall, das ist eine Festung. Hm, die Jungs im Revier dachten auch, ich scherze. Wäre nicht so witzig, wenn es um ihr Erspartes ginge. Wer steckt dahinter? Das ist streng geheim. Ach, kommen Sie, Freddy. Ich kann Ihnen helfen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Auf frischer Tat ertappt. Eberlein hatte immer recht. Nun, ein bisschen kann ich Ihnen sicher verraten. In jedem Quartal wird ein Zweig der Bank ausgeraubt. Immer ein anderer Zweig. Und die Diebe werden ausgestattet von Cocker Merchants. Danke für den Tipp, Freddy. Es heißt Sergeant und ich werde Sie im Auge behalten. Das war auch der nette Herr, der, ich glaube, in Folge 3 oder, nee, Quatsch, Entschuldigung, in Folge 4 als Frau rumlief. Das ging ja aber relativ schnell. Keinen Polizisten töten, das war eine kurze Aufgabe. Suchen wir uns gleich die nächste. Was haben wir denn hier? Sequenz, da ist gerade nichts. Ah, ich glaube, ich habe zu früh geklickt. Das muss immer erstmal alles eingestellt werden, sodass die nächsten Aufgabenfelder aufploppen können. Und das machen wir jetzt. So, next one. Oh, das scheint für die Frau zu sein. Gehen wir mal hier direkt zur Themse. Das müsste ein Hauch von Tee
Auch Sequenz 6. Müssen wir hier den Speedpoint nehmen, dann dauert das Ganze hier nicht so lange. Und dann bewegen wir uns da mal schnell hin. Ich bin auch gespannt, wen wir am Ende dieser Sequenz töten müssen. Wahrscheinlich diesen Oberbanker. Da wird es vielleicht wirklich in die Bank von London gehen. Da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Aber jetzt muss man natürlich diese Vormission erstmal hier absolvieren. Ja, ich habe soweit noch ein bisschen den Charakter weiter aufgebessert mit XP-Points durch die Nebenaufgaben, die ich ja hier jetzt nicht präsentieren werde, weil die leider, muss man sagen, immer das Gleiche waren. Also immer Kinderbefreiung, immer Gangquartiere, also da veränderte sich nichts außer die leicht erhöhte Schwierigkeit, aber das ist nicht wirklich spannend gewesen, leider. Es ist immer das Gleiche gewesen. So, da müssen wir hin. Da gibt es den ersten Todessprung. Oh, ich habe immer Angst, dass er da irgendwie... Also ich weiß, wenn diese Szene anfängt, dass da nichts passieren kann, aber ich habe da immer... Echt jetzt, nach oben mit dir. Gibt es hier nicht irgendwo noch so ein Ding? Ja, da ist es. Doch, echt jetzt. Na... Ja, geht doch. So kann man auch schnell runterkommen. Ja, du mich auch. Tschüss. Wir haben hier ein Wegschild verliert. Polizist. Oh, ich dachte, er ignoriert mich jetzt. Egal, ich laufe ein bisschen. Laufen ist auch immer gesund. Oh, der wollte gerade schon auf mich schießen. Oh, das ist auch ein Obertempler gewesen. Also ich hatte mir schon das Upgrade gekauft, dass ich, ja, nicht mir geht auf den Sack. Alter, wie lange verfolgt denn der mich? Na, Pech hat, ist er gleich weg, weil ich ihn... Also, tot, weil ich ihn dann abmuxen muss. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Nicht, dass ich mich hier verlaufe. Nee, ich habe alles richtig gemacht. Markieren wir das Ganze nochmal kurz. Dann sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe. Angelangt. An der Themse. Mal gucken, was ich dort jetzt machen muss. Ich habe ja gerade eben den Tipp gekriegt. Ich hoffe, dass zumindest die beiden Aufgaben fix zusammenhängen. Weil es war ja gerade ja eben keine richtige Aufgabe. Es war ja eher schwach. Jacob will die Cockham-Waffenkisten bis zu ihrem Bestimmungsort Plutus und dann... Jawohl. Passt also in diesem Sinne. Hängen wir uns dann mal an diese Mission ran. Wahrscheinlich muss ich über die Themse schwimmen, springen. Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Grandiose Idee, Freddy. Gut, dann weiß ich ja, was jetzt auf mich wartet. Da wären wir, die Verladungsdocks. Wo sind jetzt die Cockham-Kisten für Mr. Plutus? So, geschmuggelte Waren aufdecken. Okay, ich habe jetzt nur diesen Step hier. Hole ich mir mal meine Kumpels hier ran. Man weiß ja nie. Ich mache das gerne mit diesen Gangmitgliedern. Die nutze ich teilweise auch einfach nur zur Ablenkung. Wie ihr vielleicht schon in vorherigen Folgen mal gesehen. Es ist gar nicht so verkehrt, mal nebenher ein paar Leute ranzuholen. So wie ich hier jetzt vielleicht. Dann kriege ich die beiden hier ran. Nee, ach, das ist sowas anderes. So, jetzt muss ich die natürlich aufdecken. Wow. Ja, ja, komm her. Ich glaube, ich habe sie schon gefunden. Alter, Alter, Alter. Wer schießt denn da auf mich? Wow. Das waren meine. Ich stand, glaube ich, in deren Schussbahn. So wirkte das. Natürlich mega scheiße gerade gewesen, ey. Glück gehabt, dass ich noch reagiert habe. Alter Schwede. Das ist ja Irrsinn. Wow. Da gibt es auf jeden Fall mehrere schon. Das ist also
noch nach dem suchen. Ich werde da gleich wahrscheinlich drin rumgraben müssen. Das ist ein wenig Chaos hier jetzt. So. Mein Gott, ey. Ja, ich werde hier mal drin suchen. Ob hier die Waren schon drin sind. So wie ich das Spiel aber kenne, muss ich wahrscheinlich... Wo zum Teufel sind sie? Ja, die erste Niete. Ich glaube, du hast mal auf mich geschossen. Geschieht dir recht. Erste Niete. Tendenziell zweite Niete. Wäre nämlich zu einfach und zu schön. Genau, wie ich mir dachte, müssen wir rein. Und ich schieße mich mal nach oben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei diesen Lagerhäusern oben auf jeden Fall irgendwie einen Eingang gibt. Gut. Man kann sich auch mal irren. Aber hier muss es irgendwo reingehen. Oder? Ach nö. Vielleicht muss ich hier auch gar nicht rein. Vielleicht ist das gar nicht Manuel Neuer. Nee. Ich glaube, das ging ja noch links weiter. Gehen wir mal hier nochmal rum. Das ist ja ein viel größeres Gebiet als diese Lagerhalle hier. Ja, dann wird es hier oben vielleicht nochmal hingehen. Das würde vielleicht auch nochmal... Ja, das sieht doch gut aus. Nein, nicht. Ach ja, offener Kampf ist immer schön. Na gut. Jo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jacob Fry und ihr seid gleich tot. Meine Kumpanen helfen mir diesmal besser, anstatt mich zu erschießen. Ich schätze mal, dass die das waren. Plündern wir mal, vielleicht finden wir noch was Nützliches. Naja, Wurfmesser sinnvoll. Aber gucken wir hier erstmal rein. Sieht gut aus? Sieht gut aus. Hallo. Okay. Jetzt nur noch warten, bis die Kisten abgeholt werden. Jetzt muss ich mich hier oben verstecken, bis die Kisten abgeholt werden und dann darf ich dem wahrscheinlich folgen und nicht so viel Abstand. Oh, ich hasse sowas. Ich hoffe. Okay. Attaway-Transport. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Pint habe. Mhm. Ich werde mich wahrscheinlich auf den Dächern bewegen müssen. Hab immer 20 Sekunden Sichtkontaktverlusterlaubnis. Verdammter Nebel. Ja, natürlich ist jetzt ganz zufällig Nebel da. Ich hoffe mal, hier finde ich einen guten Weg. Okay, nach da biegt er ab. Kriege ich hin. Kriege ich hin. Vom Sichtkontakt kurz herstellen. Jo. Da ist irgendwas. Blockade. Hä? Warum fährt denn der nicht weiter? Ja, ich weiß, dass ich das... Ja, geht doch. Mein Gott. Dachte schon nach einem Bug oder ob ich da irgendwie jemanden töten müsste oder... Wow. Okay. Meine liebe Schwester glaubt, ich könnte nur zerstören. Ich zeig ihr, wie ich Rechnungen begleiche. Oh, der ist aber jetzt zügig unterwegs, du. Scheiße, jetzt habe ich den falschen... Point. Egal, da könnte ich... Könnte ich noch langlaufen. Aber der ist echt jetzt zügig unterwegs. Ja, Junge. Ich weiß. Ich versuche ja mein Bestes. Jetzt biege ich hier mal ab. Oh, das könnte jetzt knapp werden. Ah, das kriege ich hin. Hier die Abkürzung. Und geschafft.
So, ich weiß zwar jetzt nicht, was ich machen muss. Hier ist jedenfalls die Fracht. Möchte ich gerne eine Aufgabe haben? Ja, den Wagen mit der Fracht verfolgen, ist immer noch klar. Oh, da ist ein Templer, der mich beobachten könnte. Den schalte ich mal doch aus. Die sind abgestiegen, so wie ich das sehe. Jetzt geht's weiter. Templer. Fährt hier durch. Ich muss hier rüber. Führ mich zu Mr. Plutus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alter, warum ist denn er so zügig unterwegs? Jetzt hier nach links. Ja, komm. Oha. Alter Schwede. Das ist hier nicht ohne, doch. Muss doch gleich eigentlich mal in den Hafen gehen, oder nicht? Mache ich jetzt mal einen Risikosprung. Muss hier ein bisschen Speed ranholen. Beziehungsweise nachholen. Wo will er hin? Biegt nach rechts ab, also hier hoch. Ja, das Ziel ist zu weit entfernt, ist mir schon klar. Der gibt ja auch mega dolle Gas. Eieieiei. Jetzt habe ich ihn wieder. Alter, 82 Meter. Ja, hallo. Wieso? Das wird nichts. Das wird nichts. Ich hoffe, das hat jetzt trotzdem hier irgendwie geklappt. Der speedet ja aber auch sich im Wolf zurecht, ey. Oha, okay, er bewegt sich weiterhin. Aber noch kriege ich ihn auf dem Schirm. Ich denke, ich werde mir jetzt mal die Kutsche gleich schnappen. Wobei, ich glaube nicht. Noch besser ist es. Besser ist es. Ach, komm schon. Ich hab doch mein... Gott. Meine Fresse, ey. Wie krank schnell das Viech unterwegs ist. Wie soll ich denn da hinterherkommen? Boah, ey. Ich hasse so eine Mission. Naja, versuchen wir unser Glück nochmal. Gucken, wo wir jetzt wieder starten. Ich hätte vielleicht die Kutsche ein bisschen schneller nehmen sollen. Aber gut zu wissen, auch wenn ich das Ziel kurzzeitig verloren habe, ist es immer noch da, sodass ich rankommen kann. Ja. Mein Gott, ey. Brutal. Das ist dann so eine Mission, wo ich dann Probleme habe mit der Steuerung, weil dann hängt sich dann manchmal irgendwo ran und dann verliere ich halt Zeit. Und wenn das Ding so viel Gas gibt, wird es schwer. Aber versuchen wir das Ganze nochmal. Mal gucken, wo ich starten muss. Ich hoffe, es gab einen Checkpoint zwischendrin, dass ich jetzt nicht die gesamte Strecke demnach folgen muss. Okay, es ist... Was? Ey, Leute! Es ist wieder so eine Sache... Wo ich nicht verstehe, warum ich desynchronisiert werde. Ich starte da, gehe da hoch, guck mir das an. Ziel wurde nicht erreicht. War, ja, hä? Das ist mir schon klar. Jetzt muss ich mir die Kacke hier nochmal angucken. Nein, nein, nein. Na gut. Jetzt bleibe ich erstmal brav hier stehen, bis sich das scheiß Ding wieder bewegt. Ich hasse so eine Mission. Ich hasse sie einfach. So, der Wagen steht da jetzt noch. Hallo. Ist der Tee bereit, serviert zu werden? Den genau. Muss ich hier erstmal weg kloppen, weil da gehe ich gleich lang. Beweg mich. Boah, Kamera mega fail, ey. So. Templer. So. Ja, genau. Jetzt kommt noch ein Zug und versperrt mir den Weg. Ich glaube es nicht, ey. Ich glaube es wirklich nicht. Ah ja, führ mich zu Mr. Plutus.
Mhm. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Wobei ich mir einfach mal die Kutsche hier schnappe und mal ganz entspannt ihm hinterherfahre. Sachte. Und wenn ich sehe, dass er irgendwie anhält, in so eine Transitzone kommt, werde ich vorher frühzeitig absetzen und mich auf die Häuser stellen. Weniger spannend, als das auf den Dächern herumzukutschen. Aber wesentlich einfacher. Auf geht's. Mach langsam. Gut so, Mädchen. So, bis hierhin habe ich ihn, glaube ich, das letzte Mal verloren. Habe ich schon erwähnt, dass ich so eine Mission auf den Tod nicht leiden kann? Jo, wieder links ab. Alter, der fährt ja aber auch. Oh. Langsamer. Oh, jetzt muss ich mich ranhalten. Oh, jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft. Jawohl. Genauso wie beim letzten Mal. Mr. Twopenny öffnet den Tresor, wir rauben ihn aus und schaffen das Geld in sein Lagerhaus. Beeilung, die Jungs warten schon. Zur Bank of England. Ja. So, gut. Ein Hauch von Tee, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Geschafft. Jetzt weiß ich wenigstens, wo dieses Lagerhaus sich befindet und ja. Gut. Plutus ist Twopenny. Okay, gut zu wissen. Plutus ist dieser Twopenny und der hat die schöne Bank aufgemacht. Jetzt habe ich gleich keine Anschluss, keine Mission in diesem Sinne. Dort dann mit Ivy in angesichts dessen, dass wir jetzt wissen, wo dieses Lagerhaus ist, machen wir hier auch Schluss für diese heutige Folge. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es geht auf jeden Fall weiter in der Story. Bin gespannt, was mit der Bank of England dann zur Sache geht, ob es da mega Action gibt oder ob da eher Stealth angefragt ist. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Bis dahin, ich bin euer Kalle.